Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir dieses Konstrukt mit keine Ahnung wie viel Tausenden von Steinen zusammen gemacht, wo hier immer so wieder so ein paar kleine Löcher drin sind, die ein bisschen Licht reinlassen. Also es ist nicht komplett verschlossen auch, es ist halt wirklich so Steine ineinander hängt. Ich glaube, wenn man hier reinschaut, hat man hier noch ein bisschen Lichtblick. Die Außenwände schauen natürlich ein bisschen aufgesetzt in diesem Fall aus, aber das kann man natürlich alles nach der Zeit ändern. Jetzt ist es dran, dass wir das Gehege herrichten im Grunde für die Einweihung der Tiere. Bedeutet, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen wieder Gelände absenken. Dann glätten wir das Ganze nochmal. So ein bisschen, dann würde ich noch mit einem sehr, sehr feinen Pinsel. Und jetzt hat ein ruhiges Wasser. Huch, das ist groß geworden. Das ist ja bis jetzt vor deren Huch, das ist ein bisschen zu weit. Kann ich das per Malen entfernen, sozusagen? Also wenn ich jetzt hier... Ich habe das ja noch nie gemacht. Oberfläche glätten. Kann ich Wasser entfernen? Also kann ich... Ah, okay, so kann man zum Beispiel Wasser entfernen. So kann ich das Wasser wieder wegbringen. Aber das hat auch was, wenn wir es nicht so hoch rauslassen, das ganze Wasser. So viel Wasser brauchen die doch sicherlich auch nicht. Ansonsten tun wir jetzt erstmal ihm hier nochmal formen. Und hier die Oberfläche anglätten. Und dann hier glätten. Dann kann da gern das Wasser hin. Aber gerade eben war das ein bisschen viel. So, ja, das schaut jetzt schon besser aus. Das ist dann hier so das Wassereck. Und dann würde ich hier noch hinten so einen kleinen Hügel hinbauen jetzt erstmal. Ein bisschen mehr mit dem Gelände diesmal spielen. Aber das könnte doch einfach bestimmt mit den Cubes am besten so überall so ein paar Cubes hinsetzen. Sozusagen die Vorgabe grob machen, wie das hier auszuschauen hat, dann am Ende. Wie ich mir das Ganze vorstelle, sozusagen hier so. So ein ganz kleiner Hügel eigentlich hin, so eine Hügelkette, die sich über mehrere Kilometer oder Meter erstreckt. So. So, nach hinten noch so ein bisschen raus, dann hier noch so ein bisschen höher nochmal. Dann hier wieder ein bisschen runter. Jetzt tun wir das Ganze hier abglätten. So, dann wieder einmal glätten, vielleicht diesmal nicht auf volle Pulle. So, ein bisschen dementsprechend anpassen. So, da können wir dann später zum Beispiel noch ein paar Steine außenrum platzieren. Was aber bei denen ja das Wichtige ist, ist unter Einrichtungen, nee,
Gehege, glaube ich, ist das. Da müssen wir die Filter wieder rausnehmen. Den, glaube ich, hatten wir ja hier dann. Ja. Die Kühlkörper. Die mögen das ja kühler eher. So, dann können wir jetzt mal schon die Bären reinlassen. Tierhandel. Holt die Bären! Grizzlybär. Verlegen. Verlegen. Weil es steht ja noch, woher ich den, wo ich die sogar her habe. Und dann noch du her. Du kommst auch rein. Die sollten jetzt alle auch dann auch auf dem Weg sein. Enthält ein totes Tier. Gehege. Was? Was? Wir hatten ein... Wir haben ein totes Tier. Ist ein Tier verstorben? Okay, wegen was demonstriert ihr denn jetzt schon wieder? Aktivisten beenden ihre Demonstration und verlassen den Zoo. Warum habt ihr überhaupt demonstriert? Das hätte mich eher interessiert. Die werden... Oh, Altersschwäche. Au, au. Wir brauchen Nachwuchs für die Kaffernbüffel. Okay, jetzt halt nochmal pausieren, weil jetzt halt haben wir die Grizzlybären da. Neues Problem. Also, sie sind durstig. Jetzt können wir hier mal unter Einrichtung erstmal gucken. Grizzlybär. Nee, Gehege, Grizzlybär. Filtern, Art... Grizzlybär damals noch. Ach, dann nimmt er das eiskalt raus, das Arschloch. Ach, schon. Wir tun dann hier vorne nicht noch so eine Reibelsäule. Reibelsäule hin. Extra groß. Dann habt ihr da eure Schlafmöglichkeiten drin. Ein Esstablett groß. Kommt hier hin. Ja, das sollte eigentlich... Und dann noch ein kleines hier in die Ecke. Und hier noch so dementsprechende Sachen. Was am Gehege jetzt? Die Temperatur, die passt. Das Gelände gefällt ihnen nicht. Weil zu viel langes Gras. Extrem zu viel langes Gras. Eieiei, dieses mit dem langen Gras ist echt... Warum? Ich tue jetzt einfach mal den kompletten Berg hier. Oh, jetzt haben wir zu viel langes Gras. Okay, das können wir ja anpassen. Aber jetzt erstmal das ganze dementsprechende Gras weg. Schauen wir erstmal, dass wir das eine ins Positive kriegen. Das andere geht relativ schnell. Fels, machen wir hier kleiner. Wird einfach das Ganze hier zum Beispiel. Oder wir machen das. So. Damit Fels, dann können wir noch den. Erde glatt, kann hier rein. Zack, tun wir hier noch viel. Fels rau. Fels glatt. Bisschen mehr Erde. Das sollte jetzt Erde werden. So, okay.
dann die Umgebung, die Bepflanzung ist ganz, ganz schlimm. Und das Teil da hinten hilft nicht, wenn ich es nicht rauskriege. Ah! Bepflanzung. Dann tun wir halt neue Natur rein hier. Baum, wir brauchen Filter. Kontinent Nordamerika. Biom. Tiger ist es, glaube ich. Gemäßigt und Tundra. Dementsprechend setzen wir hier drüben mal so ein paar Bäumchen hin. Ah, huch! Das Zeug schwebt jetzt. Das war jetzt aber nicht der Plan, dass ihr schwebt. Schwebt einer von euch? Nee. Deswegen schweben wahrscheinlich die anderen Bäume. Der Filter ist aber noch drin, das ist schon mal gut. Aber ich brauche nochmal meine Anzeige, damit ich weiß, wann es passt und wann... Wie, was, wo. So. Dann setzen wir nämlich noch eine Eiche hier hin. Noch eine Esche. Dementsprechend hier den Wald anpassen. Ha, jetzt gerade nicht aufregen, alles gut. So. Baumstumpf hier noch hin. Wir tun das einfach mal so hier schön abdichten. So, das ist schön. Ja, das passt jetzt. Der Baum muss aber wiederum weg. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, was passt denn noch nichts. Ich glaube, das Sozialverhalten ist super. Lebensqualität, die zwei Reibsäulen und Lebensqualität Futter hat sich aber noch nicht. Die müssen wir wahrscheinlich, das Lebensqualität Futter müssen wir aber in diesem Fall erforschen. Nährung passt. Sozialverhalten passt. Gehege. Fast. Da ist halt das mit dem Scheißbaum, die ich nicht wegkriege da. Ja, da können wir weiterspielen. Dann setzen wir mal bei der Forschung. Denn wir haben ja die Veterinärforschung vorangebracht. Die hier ist schon super weit. Du darfst den Grizzlybären jetzt erforschen und du darfst jetzt nochmal hier bei dem Kafferbüffel drüber forschen. Ich mag wissen, was du jetzt noch bitte schon erforschen kannst. Weil hier haben wir die zwei jetzt erforscht, die zwei Fieberdinger. Und ich hätte aber trotzdem immer noch gerne, dass ich bitte die Barriere hier erforschen kann. Hä? Komisch. Das ist ganz, ganz komisch jetzt hier. Oh, der freut sich gerade über das Gehege. Jetzt haben wir ein Bärengehege, ein fertiges. Schön. Oh, scheiße, warte mal. Mir ist gerade eingefallen, was hier zum Beispiel noch fehlt. Das wäre, erstens die Infotafeln. Ja, wir brauchen mal ein Gehege, ne? Infotafeln, nee, das braucht man nicht. Das wird schon funktionieren. Infotafel? Nein, eine Invodavel brauchen wir bitte schön. Invodavel. Hier kommt nochmal eine Invodavel hin und hier vorne. Ja, hier brauchen wir nochmal eine Invodavel. So, ne, dann tun wir jetzt hier. Dem sagen hier, Grizzlybär muss hier geguckt werden. Ne? Der Grizzlybär ist hier das Wichtigste. Grizzly. Da vorne auch nochmal Grizzly. Dann wieder unter Einrichtungen. Wo ist das mit dem Herz? Die Spendebüchse. Kommt hier eine Spendebüchse? Alter, die Straße ist voll. Hier nochmal eine Spendebüchse und ganz am Ende kommt nochmal eine Spendebüchse hin. Weil da drüben haben wir ja schon eine quasi an der Ecke stehen. Die können wir natürlich so mittig jetzt hinstellen. So, hier hin. Dann sagt man, man tut die hier weg, aber ich lasse die mal stehen. So, okay, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt haben wir... Oha.
Das staut sich schon teilweise da. Hier enthält ein totes Tier. Ist der tot oder was ist jetzt mit dem Ausgewachsener? Auch Ausgewachsene sind noch relativ jung. Wo ist denn da ein totes Tier? Warte mal, stopp, stopp. Ah ne, das putzt auch hin. Tierarzt und mal Tierpfleger rufen. Warum sind die hungrig? Warum sieht der Warum bist du jetzt verletzt? Hier ist einfach... Der Kaffernbüffel ist aber auch nicht ganz so weit groß, oder? Was ist denn jetzt los? So, Kaffernbüffel. Verlegen? Hierhin. Brauchen wir mehr Futter für euer Gehege, oder was? Art. Grizzly Bär raus. Kaffernbüffel. Kaffernbüffel rein. Gucken. Wir tun jetzt hier nochmal so eine große Futterstation. Warum demonstriert ihr jetzt? Gegen die demonstriert wird. Tiere, gegen die demonstriert wird. Gegen ihn. Wieso? Weil er hungrig und durstig ist und so doof ist, das selber zu regeln, oder was? Ich habe für den schon alles gerufen. Ich kann auch für den Hayopai nichts machen, wenn er nichts tut. So, warten wir nochmal. Wir können hier nochmal einpacken. So, jetzt ist er weg. Geht ihr dann bitte? Ach, er tut gegen das demonstrieren, gegen was? Den noch echt ein Vollschuss, oder? Was? Welcher? Dem Handelszentrum. Ja, das ist, steht dem Tode nahe. Stehst du dem Tode nahe? Also ich hätte gern, dass jetzt Tierpfleger ist unterwegs. So. Ich brauche mir Tierpfleger, wie es scheint. Tierpfleger. So. Gerade schaut es mit den Einnahmen irgendwie nicht so aus. Vielleicht muss ich nochmal irgendwas jemanden aus. Der Tierpflege kann ich einmal rausschmeißen hier. Tschüss. Entlassen. Geldmäßig schaut sich gerade richtig kacke aus, aus irgendeinem Grund. Tierpfleger, komm, fütter mal hier. Ist verletzt und steht kurz. Ach, der wird jetzt hier gerade behandelt. Okay. Scheint aber auch wieder fertig zu sein. Und der andere, der so kurz vor dem Tode steht. Können wir jetzt noch hier reinlegen. So, bitte. Ja, das Futter ist schon wieder weg. Schickt einen Tierarzt, den Tierarzt rufen. Da ist auch schon Tierarzt gerufen. Ja, warum müssen die sich denn auch streiten? Aktivisten entdeckt. Wir machen jetzt wieder positiv, oder wie? Ist das jetzt negativ?
ist jetzt gerade schwer zu sagen, ob das jetzt gerade positiv hier ist, was abgeht, oder negativ. 800, die Spenden hier. 4000, die Spenden hier. Hier 2000, meistens für die Grizzlybäre. Hier ist auch viel für die Kaffernbüffel drin. Also eigentlich schaut es ja ganz gut aus. Also eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, so schlimm. Eigentlich müsste man diese Straße hier bloß erweitern, ne? So, jetzt machen wir wieder 1000 plus. Okay, dann war es das für diese Folge, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!